eine unheimlich wichtige Partie. Man merkt es an der Stimmung, an der Atmosphäre. Hier geht es wirklich um einiges. Herzlich willkommen, sagen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir sind zu Gast im Volksparkstadion. Werder Bremen gegen den HSV. Da kommen einem natürlich direkt die großen Namen in den Sinn. Zähler, Magath, Kaltz, Real, Völler. Was haben die beiden den deutschen Fußball dominiert? Wie haben sie ihn geprägt über viele, viele Jahre hinweg? Und von daher schwingt natürlich auch so ein bisschen... Die Hamburger sind extrem schwach, defensiv vor allem in dieser Spielzeit. Kein anderer Club musste so viele Gegentreffer hinnehmen. Tja, sie müssen endlich besser werden. Vielleicht gelingt ja heute die Wende. Der Hamburger SV sollte heute die Auswärtsniederlage abgehakt haben, als es gegen Borussia Dortmund ging. Sie verloren knapp. 1:2 war das Endergebnis. Heute traue ich Ihnen zumindest einen Punkt. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Und da haben wir sie. Die Startaufstellung von Werder Bremen. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2 heute mit einer Raute im Mittelfeld. Hinten sichert ein Defensiver ab und vorne der Mann soll die Stürme einsetzen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge Derby Time hier in Hamburg. Und ja, ich habe mir jetzt mal gedacht, so, ich werde das mal so ein bisschen umsetzen, was Paul so meinte, so, ey, du musst einfach mal ein bisschen lockerer spielen, so, ja? So, und Ito hier mit der wunderbaren Möglichkeit. Und jetzt versuchen wir erstmal, hier so eine kleine Lücke zu finden. Und gib's mal, mach das Ding, alter Schwede. Ich dachte mir so echt so, ich versuch mal, so eine kleine Lücke zu finden. Ich presch nicht einfach drauf. Und dann ist es halt einfach unser Mittelfeldspieler, der einfach mal das Ding so wahnsinnig geil reinbringt. Und ich bin noch fassungslos. Guckt euch das an. Ich denke, ich zieh noch mal zurück und versuch mal mein Glück. Und der Typ haut das Ding einfach mal so richtig geschmeidig rein. Und jetzt unhaltbar oben ins rechte Eck. Ich dachte echt so, what the fucking hell? Wie hat er das gemacht? Unser Morgan Gibbs White. Oh, schönes Ding. Oh. Ja, und man kann schon sagen, wir können uns wirklich gut gegen Bremen zu Hause hier zur Wehr setzen. Es läuft nicht mehr so ganz so katastrophal wie noch in der letzten Folge. Dennoch muss ich immer noch sagen, irgendwie ist es immer noch recht komisch. Ich spiele sehr ruhig, versuche Pässe halt kurz zu halten, aber trotzdem gehen die halt irgendwie immer wieder zum Gegner. Und da fragt man sich halt einfach so, wie? Und was war das jetzt gerade? Ich dachte einfach so, okay, ich springe hoch, ich drücke die Sprungtaste für Kopfball und der geht jetzt einfach weg. Und er hat sich einfach durchgesetzt, der Bremer dort im Kopfball. Da sind wir halt einfach zu spät hoch und so. Ja, gut. Martin Hanek. 1:1 Ausgleich in der 45. Minute. Und ich bin so positiv an dieses Spiel rangegangen. Tja,
Und dann wirst du da so ein bisschen ausgekontert und dann kommt da so ein Dembele, ja, ja. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Aber der hat unseren Abwehrmann dort, ich glaube, Smith war es, glaube ich, gewesen. Den habe ich jetzt mal wieder ein bisschen eingewechselt, weil die anderen waren alle schon ziemlich ausgepowert. Und dann schauen wir uns hier, schön durchgespielt. Smith guckt noch, ja, hat aber dann Dembele nicht wirklich im Auge. Und unser, ja, Dubois ist da jetzt leider ohne jegliche Möglichkeit. Und jetzt hier vielleicht nochmal die Möglichkeit. Schönes Ding und dann kommt wieder der Ausgleich. Wunderbar durchgesetzt, nicht aufgegeben. Gleich nochmal attackiert die Bremer im eigenen Strafraum. Sie haben ihn nicht wegbekommen und ich bin immer wieder hinterher. Und dann, ja, habe ich mal wieder eine Flanke versucht, ja. Guckt euch das an, hier schön durchgesetzt und dann ist es Donis, der die Flanke richtig gut auf Scheiro bringt. Und der kann das Ding ohne Probleme einköpfen. Pavlenka da, hier, der kann halt einfach nur noch schnell irgendwie reagieren, aber kommt mit seiner Hand nicht an den Ball ran. Und somit wieder Ausgleich in diesem wirklich sehr, sehr spannenden Spiel im Derby-Time bei wunderschönem Wetter. Oh, schön, wie Ito da wieder wegkommt. Kann das Ding reinbringen, aber dann geht der Mittelverteidiger da einfach weg von dem Ball und ich kann es halt einfach nicht verstehen. Bumm. Das kannst du dir nicht ausmalen so. Du kommst halt jedes Mal zu spät irgendwie in den Zweikampf und sobald du irgendwie das Bein dazwischen hauen willst, kommst du halt nicht hin und ja, auch böse Überraschung hier für Dubois. Hier, ich glaube, das ist wieder Martin Harnik, der hier sein ja, zweites Tor machen tut. Tja, und dann macht Kafka so ein ja, Kafka, wieso sage ich schon Kafka? Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Da macht Kraft einfach mal diesen Burner-Schuss rein. Und wir sehen irgendwie wieder nur traurig zu, denn die Bremer sind, ja, um 100% schneller. Ja, keine Chance für Dubois, den hätte Polly Pocket auch nicht gehalten. Davon mal ab oder so, der war richtig heftig gewesen. Aber was jetzt halt wieder so ein bisschen erst, ja, motivierend war, ist ganz schnell wieder umgedreht in, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das sind halt so eine Dinge, du kommst halt nicht in den Zweikampf, die Bälle springen halt immer wieder ab, ja, und sie laufen auch nicht so. Guckt euch das an, so ein bisschen so, ne, ich versuche so ein bisschen den Ball durchzuhalten und dann will ich da durchspielen und er geht halt nicht hin. Er geht halt nicht zum Spieler hin, wo ich ihn hinhaben will, sondern er trifft jedes Mal wieder den gegnerischen Spieler. Oh mein Gott, was war das denn? Ich dachte eben gerade so, okay, das wird ja jetzt gar nichts. Das ist ja so irgendwie so ein komischer Kullerball. Aber da gab es wohl einen massiven Aussetzer einfach beim Keeper. Der hatte damit auch gar nicht gerechnet, bin ich halt einfach der Meinung. Ist der da irgendwie noch abgefälscht? Nee, überhaupt nicht. Der ist wirklich wie eine Granate reingeballert. Aber das hat man so gar nicht erst mitgesehen. Und es ist wieder Philipp Clement, den wir uns ja geholt haben und die große Überraschung am Anfang war, denn ja, ein großes Formtief hatte und jetzt uns mit einem Anschlusstreffer wieder zurückholt. Und gibt es hier vielleicht noch die Möglichkeit, den Ausgleich zu schaffen? Ray? Ach nein. Ja, und dann ist es leider vorbei. Im Derby verlieren wir ganz knapp 3:4. Es war torreich gewesen. Und trotzdem war es wieder richtig komisch. Die Bremer natürlich hier richtig am Jubeln. Ist natürlich irgendwo klar. Hier sehen wir Shahin, den ehemaligen Dortmunder. Und ja, das war etwas bitter gewesen. Das Derby hätte man sicher besser bestreiten können. Aber wir schauen mal, wie es dann weitergeht. Ja, und wir müssen uns einfach in die Innenverteidigung. Oh mein, ist das euer Ernst? Habt ihr irgendwie gar keinen Bock mehr, irgendwie zu trainieren, vernünftig? Also, wie gesagt, wir müssen definitiv mal was in unserer Verteidigung machen.
Ja, und Michael, Michael sag ich schon, Daniel Schwarz ist auch wieder so ein kleines schwarzes Schaf, das wieder nicht mehr die 90 erreicht hat und damit auch kein großes Potenzial mehr ist. Und er spielt auch einen Bereich, in dem wir eigentlich recht gut ausgebaut sind. Da brauchen wir wirklich nur noch richtige Top-Leute und das ist er leider nicht. Also darf er gehen. Ja, und bevor wir ins Spiel gehen gegen Köln, gucken wir uns nochmal ganz kurz unser monatliches Scouting-Update an. Ja, und am Ende sind es nur drei übrig geblieben. Wir haben ja Donald Cameron noch ein bisschen geschaut. Den zweiten Monat ist er dann auch schon unter seine 90 Potenzial gerutscht. Damit darf er gerne gehen. Zwei Leute sind jetzt hier geblieben. Der Peter Mathis, 17 Jahre alt, hat eine gute bis mittlere Gesamtwertung. 71 bis 94er Potenzial hört sich sehr gut an. Ich lasse ihn aber gerne nochmal ein wenig beobachten, denn er ist Torwart und mit Dubois haben wir eigentlich schon einen guten Nachwuchstorwart. Deswegen ist der jetzt nicht ganz so wichtig. Donald Wolf wäre jetzt linkes Mittelfeld, linker Flügel und Stürmerposition, hat ein Potenzial von 70, 94, 17 Jahre alt und derzeitig einen Marktwert von 130.000. Auch hier bin ich jetzt erstmal der Meinung, warten wir mal ab, wie der zweite Monat des Scouting abläuft. Ja, und von den ganz vielen Leuten hier in Belgien ist auch nicht viel übrig geblieben, aber Noah Lehms, der Rechtsverteidiger, wenn ich das richtig sehe, der sieht immer noch gut aus. Nach drei Monaten Scouting-Bericht ist das Ding immer noch gut mit 76, 94. Damit holen wir uns den 16-Jährigen definitiv in unsere Jugendakademie. Ja, und hier sind noch zwei neue. Ach nee, er ist zum Beispiel auch noch mit dabei. Nach drei Monaten hat er auch noch ein Potenzial von 92. Deswegen darf sich der gute Roman Thies auch zu uns, obwohl 50.000 nur wert. Der 16-Jährige hat nur einen Gesamtwert von 34,42. Das gucken wir uns vielleicht noch mal ein bisschen länger an. Und er hier, er kratzt auch ganz hart an der 90. Ob er das noch behält, werden wir uns vielleicht im nächsten Monat noch mal anschauen. Ja, und wie sieht's denn in Deutschland aus? Da haben wir nämlich auch noch ein paar Jungs auf der Transfer, auf der Scouting-Bericht. Und Hans Meyer, 81, 94, für 15 Jahre alt, sieht da schon wirklich sehr, sehr gut aus. Was hat er denn für einen Wert? 70.000. Warten wir halt noch mal ein bisschen ab. Wir haben ja noch einen Monat Zeit. Wie sieht's aus bei Thorsten Grüne? Der 16-Jährige 44, 54 ist jetzt halt für einen 16-Jährigen auch noch keine gute Gesamtwertung, auch wenn das Potenzial recht gut erscheint. Auch er hat nur eine 70.000 Wert. So, ihn haben wir jetzt auch schon zwei Jahre lang geguckt. Das ist halt ein Stürmer, derzeitig auch nur eine 44, 56 als Gesamtwertung mit einem super Potenzial. 78, 94 ist schon wirklich sehr gut. Den beobachten wir halt auch einfach nochmal ein bisschen weiter. Der liegt auch mal gerade bei einem Wert von 90.000. Ja, Hans Roth ist jetzt neu mit dazugekommen, auch ein Stürmer. Ich würde fast sagen, das ist ZOM und dann nochmal Stürmerposition. Sieht ja eigentlich schon mal von dem Potenzialmäßig sehr, sehr gut aus. Athletik 88, Schießen 99, Passen 87. Das hört sich ja mal schon mal alles ganz gut an. Sein Marktwert ist dennoch erst bei 60.000 und auch hier warten wir einfach nochmal den Monat ab. So, und wieso spiele ich dieses Spiel auch gegen Köln? Ja, ganz einfach. Wir sind auf Platz 18, ja. Wir sind auf Platz 16, also wir sind in der Relegationsphase und Köln ist auf dem 18. Platz. Trotzdem bin ich der Meinung, das müssten wir halt einfach nochmal spielen, um mehr, ja, Spielanalyse reinzubringen, damit ihr noch ein bisschen besser seht und mir ein paar mehr Tipps geben kann. Ich versuche schon sehr recht ruhig zu spielen und vielleicht müssen wir auch mal noch mal ein bisschen was an unserer Aufstellung tun. Wir gehen jetzt aber erstmal in das Spiel. Hier noch mal ganz kurz meine Aufstellung. Mit der spiele ich derzeitig. Ich komme, sag ich mal, ganz gut klar, aber vielleicht sollten wir jetzt auch mal auf eine
Zweiersturmspitze drüber gehen, da wir ja über genügend Stürmer verfügen. Und Lasogga sich vor ein paar Tagen auch ein bisschen beschwert hat und wohl einen Transfer in der nächsten Transferphase wohl haben möchte. Jetzt hier vielleicht mal die Möglichkeit. Özcan kann gehen, gibt die nochmal ab auf Chairo, der kann abziehen, aber Guido Horn mit seiner locker flockig sitzenden Frisur. Oh, das war ja fast schon Handspiel, oder? War das Hand? Es war nicht Hand. So, schauen wir mal, was können wir hier aus dem Ding machen? Ich spiele nochmal ab und dann will ich ihn da reinbringen. Ich habe halt leider auch immer so das Problem, wenn ich den Ball einnehme, dass halt der Ball halt immer so verspringen tut und ich dann nicht die Möglichkeit habe, den Ball richtig unter Kontrolle zu bringen und dann halt ihn ständig immer im Lauf denn irgendwie verliere. Oder ich komme halt immer zu spät halt in die Zweikämpfe rein. Wow, Davis gibt hier einfach mal Gas. Ich ziehe nochmal zurück. Jetzt nochmal. Oh, die Möglichkeit war doch da gegeben. Das verstehe ich nicht. Und wieso geht er da nicht hin? Oh Mann, du. Und Davis haut das Ding dann nachher ins Aus. Anstatt Tonali dann zum Ball hingeht und sie sich den holt. Und nein, er haut dann wieder ab. Also, ja. Musste los, Bruder Tonali. Und jetzt konnten wir einen Konter machen. Chairo, ich setze den Ball immer. Guckt euch das an. Er läuft mir da einfach. Er läuft einfach weg. Er überläuft mich einfach. So, Chairo wieder. Diesmal zieht er ihn nochmal zurück. Ich sehe ihn. Davis, ich wollte Davis nehmen. Ich konnte David nicht auswählen. Wieso nicht? Wieso hat FIFA mir das nicht die Möglichkeit, oder die Möglichkeit zu geben, dass ich dort David auswählen konnte? Der ist einfach weggelaufen, der war nicht anspielbar gewesen. Das war der größte Hohn eben gerade. So, jetzt nochmal über Davis. Wir geben ab. Und was? Was zum Teufel macht Ab dort? Was zum Teufel macht Ab? Und ich komme wieder nicht ran. Es fühlt sich schon wieder an so, als ob meine Spiele elendig langsam sind und die Gegner hier irgendwie total schnell. Und ich sehe doch, was da passiert. Und oh Gott im Himmel, Alter. Da kannst du schon wieder total durchdrehen. Hier. Ich kann den Ball nicht halten. Wieso kann er den Ball nicht einfach mal ein bisschen halten und den vom Gegner sich einfach mal behaupten lassen? So, ich sehe unten Davis wieder laufen. Oh, schön, wie der den mitnimmt. Ich ziehe nochmal ab. Jetzt werde ich ein bisschen gehalten. Zieh nochmal ab. Und wieso rennt ab? Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Wieso? Oh. Gucken wir uns das nochmal ganz kurz an, damit ich das auch nicht falsch verstehe oder so. Hier sehen wir nochmal. Davis setzt sich super zusammen. Bis dato kann ich noch alles mitgehen. Auch mit der ganzen KI. Was ich jetzt nicht sehen kann, was ich jetzt nicht verstehe, wie weit will Jan Fietje Ab dort noch ins Tor gehen? Jetzt mal ganz ehrlich, wie weit will er da noch reinrennen? Er rennt ja schon in den Bereich des Torwarts rein. Unpassierbar. Was zum Teufel soll das? Das ergibt keinen Sinn, dass die ganzen Stürmer jedes Mal bis ins Tor reinlaufen. Ja, und dann war es einfach so drin, dann war es auch wieder so klar, Alter. Der Pass einfach rüber über die Flanke, alle gucken sie irgendwie nur zu, keiner geht hin aktiv. Und dann kriegst du hinten wieder die Bude, weil dann wieder zurückgespielt wird. Hier, guckt euch an, alle gucken nur zu, bleiben stehen. Und dann wird wieder eine Flanke gemacht und es steht keiner richtig. Alle gucken sie nur zu. Und der Bader kann hier einfach mal das Ding hier reinmachen. So, und ich versuche es jetzt mal mit einer anderen Formation mal über die Flügel weggehen und mal wirklich komplett durch die Mitte durch. Vielleicht bringt das ja mal ein wenig Förderung. Nö, bringt es im Grunde nicht, denn wir versagen wieder mit, ich glaube es war wieder Dismit, der ja da wirklich nicht an Selke rankam. Man muss dazu sagen, Dismit ist ja auch ein bisschen zu klein eigentlich für die Innenverteidigung. Und David Selke kann sich da einfach über den Kopf rübersenkeln. Da gab es auch eine ganz kuriose Flanke
Und ich weiß nicht, wieso er da versucht hat, sich hinzulegen und den irgendwie wegzuhauen. Ich hab's nicht verstanden. Und ja, für Polly Pocket war da null Chance gewesen. Ja, und so habe ich mir das ja im Grunde auch vorgestellt. Schönes Zusammenpassspiel, die Abwehr überlaufen und dann das Tor machen. So möchte ich das, so sollte das sein. Ja, guckt euch das an. Hier, Tonali schön nochmal zurück. Dann von Fiete ab und Donis überläuft dann die Abwehr, steht frei, nicht im Abseits und zimmert das Ding einfach mal richtig volle Granate rein. Ja, da kann ich mich auch mal ein wenig freuen. Oh, schön wieder Donis. Donis zieht ab und macht das zweite Tor, den Ausgleich zum 2:2. Ich habe wirklich überlegt, spiele ich nochmal zu Jan Fiete ab, der braucht ja auch noch ein Tor. Aber dann dachte ich mir einfach, nee, ich möchte das Ding jetzt hier volle Granate reinschießen. Und Donis richtig schön, wie er da gelaufen ist, sich freigekämpft hat und dann zimmert er das Ding so unhaltbar rein. Ja, Horn hier ohne jegliche Möglichkeit, springt sogar noch in die richtige Ecke ran. Ich glaube, er war sogar noch mit der Hand dran ein wenig, aber es hat nicht mehr gereicht. 2:2, Donis macht hier den Doppelpack. Und vielleicht haben wir ja jetzt auch mal die Möglichkeit, hier ein bisschen zu siegen. Also mal 3 Punkte wieder mitzunehmen. Und wieder Clement. Ich ziehe zurück. Und es ist wieder Donis. Gleich nach ein paar Minuten macht er hier sein Triple in Köln. Was ist denn los? Hat der Formationswechsel jetzt wirklich irgendwie total die Lücke aufgemacht und hat gesagt, so jetzt funktioniert es auf einmal? Oder was ist auf einmal los? Da kannst du dich auch mal richtig freuen. Da gibt es auch mal ein paar Klatschis. Ja, und das ist nicht die schlechten Klatschis. Ne? Es ist nicht eine Schelle. Es ist ein richtiges Freudenklatschi. Und wieder ist es Donis. Jetzt merkt man aber schon so ein bisschen. Er ist ein bisschen ausgepowert. Aber diesmal sollte nicht allzu viel dabei rauskommen. Ja, und dann gab es halt eben gerade nochmal ein richtig gutes Zusammenspiel. Jan Fiete ab hätte nochmal da eine kleine Möglichkeit gehabt. Aber alles in allem war das wieder so ein kurioses Ding. Anastasios Donis. 3 Versuche, 3 Tore. Was ist los? Es hat heute fast alles so richtig nach Wunsch geklappt. Ja, Timo Horn, der mit seinem Dutte, ja, ich weiß nicht, vielleicht war es auch die Sicht gewesen, vielleicht haben die Kölner auch nicht so richtig gesehen. Auf jeden Fall konnten wir uns mit dem Tabellenplatz jetzt, denke ich mal, ein bisschen retten. Und wir schauen uns jetzt auch nochmal schön die Bewertung an. Jan Fiete ab auch mit einer 8,8 und Donis natürlich Spieler des Tages geworden mit einer 10,0. Auch Clement mit einer 9,1. Richtig gut gewesen. Und die restlichen haben recht mittelmäßig gespielt. Ja, und das war die Aufstellung hier von Köln. Könnt ihr euch nochmal anschauen. So hat sich das irgendwie gar nicht angefühlt, dass sie so spielen. Am Ende können wir sagen, haben wir uns richtig gut geschlagen, denn wir sind einfach mal von dem 16. Platz, den wir ja vorhin eben gerade hatten, sind wir auf dem 10. gerutscht. Also wir konnten richtig Punkte nach oben gut machen und das muss jetzt auch weiter so gehen. Ja, und damit kommen wir zu dem Spiel. Wollen wir gegen RB Leipzig spielen oder simulieren? Wollen wir gegen Mainz spielen oder simulieren? Das wird es jetzt sein. Oder sagt ihr, keins von beiden und nur das Pokalspiel?
Ich mache eine Umfrage, ihr entscheidet bis zur nächsten Folge. Bis dann, liebe Zockerfreunde, und haut rein.